Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 mit Paxis. Wie viele Spiele haben wir denn jetzt eigentlich schon gemacht in der Weekend League? Ich glaube, 5 sind noch offen. Also um meine selbstgesetzte Grenze von 10 Spielen des Freitags, genau, des Freitags mindestens zu schaffen. Ich kann auch mehr spielen, aber es wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich mindestens 10 schaffe und nur noch 15 übrig habe. Wir haben jetzt noch 5, also 5 werde ich auf jeden Fall noch spielen. Und wenn es klappt, dann in der Aufnahme schon mal 2. Origi hat auch lange, glaube ich, keinen Tor mehr gemacht. Zumindest ging er auch nicht mehr so ab wie in den Anfangszeiten. Aber gut, ne? Liga ist halt deutlich einfacher als die Weekend League. Weekend League ist wirklich ziemlich knackig. Ich spiele aber auch nicht gut. Und das ist auch wieder mal ein krasses Team. Sehr gutes Team. Kein schneller Stürmer, dafür aber schnelle Flügelspieler. Wobei Mkhitaryan ist, glaube ich, auch nicht der allerschnellste, aber. Also, der hat über 80, der hat, glaube ich, 85 Pace oder so. 83er Torhüter. Ja, also das ist ein richtig teures Team. Keane wird teuer sein, dann die Flügelspieler sind super teuer. Dann der eine 87er Mittelfeldspieler, wo der Lamm jetzt nicht einfällt. Der ist auch teuer. Okay, er lässt leider Traoré nicht einfach durchlaufen. So, jetzt versuchen so zu spielen, wie ich am Ende des letzten Spiels gespielt habe. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Im Angriff wie in der Verteidigung, aber vor allem halt auch in der Verteidigung. War eigentlich kein schlechter Schuss. Hätte ich vielleicht noch einen Tick straffer aufziehen müssen. Und war wahrscheinlich nicht platziert genug. Gut antizipiert mit Brosinski. Ach ja, Gnabry, neuer Mann. Tick schneller. Schade, ich dachte eigentlich, die kriegt er noch. Schön gemacht von Bender. Wie gesagt, die Bender-Zwillinge fallen mir echt gut. Momentan spiele ich halt nur den anderen Bender nicht, weil er von Süle ersetzt wird. Och, wenn er den ein bisschen in den Lauf spielt. Krass, war kein Foul. Weiß, er rennt einfach nur rein. Sehr schön mit der Rangis. Da haben wir ein bisschen Glück. Scheiße, das war schlecht, aber das war wieder gut. Nicht so geplant. Sollte woanders hin der Pass. Sommer ist da. Sommer gefällt mir auch gut. Eigentlich gefallen mir beide Torhüter gut. Auch gar nicht, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer mir da besser gefällt. Haben auch noch keiner, hat auch noch keiner einen Fehler gemacht. Oder haben wir Glück? Komm echt schwer durch.
Oh, was? Wie kann er denn den verschießen? Och mein. Ach so, okay. Ich habe nichts gesagt. So, ich glaube, da in der Mitte steht Süle. Ich versuche mal dahin zu flanken. Oh, da war zumindest ein Süle, glaube ich, dran. Eigentlich schön gemacht mit Traoré. Verschieden gut in dem Spiel, gefällt mir. Gegner macht aber auch einen langsameren Aufbau, dadurch ist es leichter, muss man auch zugeben. Boah, das wäre es gewesen, wenn er noch so ein Tor schießt, ey. War es aber auch nicht wirklich krass rausgespielt, würde ich sagen. Okay. Ich will hier mal niemanden einspielen, das sieht nicht gut aus. Gehen wir mal auf Gnabry. Die ersten Sekunden mit Gnabry fühlt er sich schon komischerweise besser an, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht so richtig, wieso. Gott, ist das dicht. Schade. Macht er gut. Das war ein Tick zu spät. Da ist er nämlich dann erst hingelaufen. Das war ein Foul meiner Meinung nach. Hier hat er doppelt Klick. War auch wieder gut gemacht mit Traoré. Also da hat er wirklich 100 Mal nochmal den Ball bekommen, bevor er da zum Abschluss gekommen ist. Das war krass. Das war auch krass, dass er da mit dem Fuß so rankommt. Da müsste auch eigentlich Gnabry nicht stehen und nicht Arangis, weil Arangis nicht so schnell ist. Distanzschuss, okay. Hat Sommer sogar versucht festzuhalten. Schön, Süle, lass groß. Das ist eine Situation zum Klären. Das eine Mal klären hätte gereicht. Süle scheint auch einen guten Job zu machen. Also wäre eine Idee, wenn der mal eine Impfung kriegt, eieiei. Aber wäre eine Idee, auf jeden Fall Süle auch so mal zu spielen. Das ist halt recht langsam, aber. Nein, das ist so. Oh, fuck. Das ist so groß, das ist halt ein ziemliches Tier. Gut gemacht von Brosinski. Der ist auch nicht sonderlich groß. Das war auch richtig dumm von mir. Zum Glück schafft es Brosinski trotzdem, das Kopfballduell zu gewinnen.
Danke, Schiedsrichter, vielen Dank. Da kann man ja auch nicht vorher mal weggehen, wenn man eine Stunde lang rumeiert. War eigentlich ein geiler Schuss, aber wieder mal zu unplatziert. Krass, dass der Torhüter den einfach festhält. Hat wahrscheinlich auch ein gutes, gute Ballsicherheit. Ich bin ganz ehrlich, der Pass auf Origi war nicht geplant. Ich wollte woanders hinpassen. Aber ich habe dann wenigstens handlungsschnell erkannt, dass ich jetzt eine gute Abschlusssituation habe und habe dann abgeschlossen. Aber der Pass auf Origi war nicht geplant. Das war aber geil, dass er ihn von alleine so macht. Also das war schön. Schöner Laufweg. Wenn ich ihn so gesehen und geplant hätte, wäre es geil gewesen. Sowas auch geil, aber wäre noch geiler gewesen. Okay. Das war doch schon mal nicht schlecht. Verteidigung gefällt mir auch sehr gut bisher. Wie gesagt, da kommt mir der gegnerische Spielstil natürlich entgegen. Und von seiner Pace von merke ich auch nichts von den Flügelspielern. Es war leider auch geil rausgespielt und deswegen, naja, verdientes Tor. Da habe ich, glaube ich, am Ende falsch antizipiert. Da hätte ich Eriksen decken müssen und nicht den anderen Spieler in der Mitte. Weil Eriksen derjenige war, der gelaufen ist. Och Mann. Sehr gut. Schade, das war wirklich das einzige Mal, dass ich was zugelassen habe, als er das Tor geschossen hat. Blöd, dass es ausgenutzt wurde. Schön, dass wieder kein Fadenkreuz da ist. Das war so geplant. Das war so geplant. Ich wollte auf Gnabry passen. Und ich wollte dann auch so ins lange Eck schießen. Geil! Gnabry im ersten Spiel direkt ein Tor. Hat ja, glaube ich, auch einen besseren Abschluss als Hinter. Und das war ausnahmsweise so geplant. Ich wollte wirklich auf Gnabry passen. Dass es dann auch so geklappt hat, geil. Nur mal auf sehr defensiv. Schön macht es Hector. Was für ein schwacher Pass. Schön mit Gnabry, der fängt jetzt auch noch an, in der Defensive gut zu spielen, krass. Oh, Bender auf dem Flügel, nice. Geiler Pass. Einfach keine Ballkontrolle gehabt. Eieiei, war das gut gesehen. Hab's geahnt, aber ich hab's nicht geschafft, es zu verhindern. War ein bisschen dumm, jetzt den zu lüpfen, ehrlich gesagt.
Ah, da war noch jemand dran, okay. Ach du Scheiße, was für ein Tor von Ginter. Krass! Krass! No-look Kopfball mit dem Hinterkopf war es ja schon halb. Sehr geil, da lässt er sich zu Recht feiern. Sieht zwar gar nicht aus wie Ginter, aber egal. Sehr geil, was für ein Tor. Und wieder mal der kurze Pfosten. Krass. Krass, jetzt lange Eck, aber so perfekt, unhaltbar. Wie geil, das ist der Deckel, ey. Aber ich habe auch gut gespielt. Fällt mir. Ich wusste doch, dass Ginter ein guter Innenverteidiger ist. Halt auch geile Werte. Jetzt mit Shadow natürlich unglaublich geil. Nice. Schönes Spiel, gut gespielt, besser gewesen und gewonnen. Und Origi macht mal wieder ein Tor. Und Gnabry macht im ersten Spiel ein Tor. Und Ginter macht auch sein erstes Tor. Und Vorlagen, oh, Origi. Und hat damit auch wieder mal zwei Scorerpunkte gemacht in einem Spiel. Dann hoffen wir doch mal, dass jetzt das nächste Spiel ähnlich gut wird. Ich glaube, dann muss ich erstmal was essen, verdammt. Ginter hat natürlich gerade in dem Spiel nochmal bewiesen, warum er jetzt verlängert bekommt. Und logischerweise bekommt er dann auch einen großen Goldvertrag. Und dann gehen wir mal in die Calcio A rein. Koulibaly hat wieder Bock. Gnabry, Gnabry, Gnabry. Bester Mann, Gnabry. Sehr schön. Da muss ich mir auf jeden Fall dann noch heute nach den Aufnahmen mal die Ingame-Werte anschauen. Die würden mich mal interessieren bei Gnabry. Oh, ich habe wieder nicht dran gedacht, Ronaldo einzuwechseln in der Halbzeit. Es gibt's doch nicht. Ich denke einfach nie daran. Halbzeit Ronaldo einwechseln. Denk doch mal dran, Idiot. Halbzeit Ronaldo einwechseln. Das kann doch nicht so schwer sein. Mann, 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 Mann. Mal gucken, ob er auch ein Bundesliga-Team hat, wenn er hier Leverkusen trägt. Und er hat ein Premier League-Team mit einigen Engländern drin. Oh, das ist, glaube ich, Sturridge von drin und der andere Name fällt mir gerade nicht ein. Aber das sollten wieder relativ schnelle, pacige Spieler sein. Ein 4-1-2-1-2, das haben wir ja auch. Ich glaube sogar noch gar nicht gesehen. Ich glaube, hat noch keinen Gegner gehabt mit einem 4-1-2-1-2. Wird wahrscheinlich nicht so oft gespielt. Aber ich weiß noch, FIFA 13 oder so, wo halt wirklich gefühlt 90% der Leute das gespielt haben. Ich habe ein 4-2-2-2 gespielt. Ja, da bin ich auch nur über Kopfbälle gekommen. Scheint jemand. Oh Gott, ich hoffe, er rennt weiterhin so aggressiv auf den Ballführer drauf. Ich habe genau das gesehen, dass der so angelaufen kommt, Biglia. Schade, der hat sich wirklich mal mit einem Kopfball belohnen sollen oder können. Eieiei, was für ein ultra billiges Tor. Was für ein ultra billiges Tor. Aber da konnte ich meiner Meinung nach nichts machen. Was ist jetzt? Darf gerne abbrechen, wenn ich nicht dran schuld bin. Verbindung wurde getrennt. Fuck you, was? Wie, die wurde getrennt? Och, jetzt fangt nicht wieder an, dass wieder so ein verschissener 24-Stunden-Disconnect ist. Ich meine, ich lag jetzt 1-0 hinten, okay, aber. Oder lag es an EA? Es kann natürlich sein, dass die Server gerade abgekackt sind. Ne, sieht nicht so aus. Ach, es war bestimmt wieder so ein scheiß 24-Stunden-Disconnect. Ich weiß es jetzt nicht 100%, ich kann es nicht gerade sehen, aber. Oh. Fuck, Mann! Erstens Multiplikator und zweitens verschenktes Spiel. Das geht mir so auf den Sack, diese Scheiße. Das hat jetzt nichts mit EA oder mit FIFA zu tun, sondern mit meinem
Internet, Router, wie auch immer. Das verstellt sich. Früher war das aller halbe, dreiviertel Jahr so, dass sich dieser 24-Stunden-Disconnect, der eigentlich immer mitten in der Nacht ist oder halt früh am Morgen, dass der sich verstellt hat. Das war immer so aller halbe, dreiviertel Jahr. Damit konnte ich leben. Aber in letzter Zeit, in den letzten 2, 3 Monaten, verstellt er sich so oft. Ich stelle den jedes Mal wieder auf morgen, auf früh um 4 oder irgend so ein Dreck. Und der schaltet sich jedes Mal wieder um und aber auch immer dann zu bekloppten Uhrzeiten. Also, dass ich mal auf um 8 früh oder zum Beispiel, auf um 8 morgens, sei es mir scheißegal, schalten würde. Oder weiß ich nicht, um 12 oder so, selbst da würde mich das nicht interessieren. Aber es sind dann immer solche Uhrzeiten, so 17 Uhr, 18, 19, 20, Uhrzeiten, zu denen ich online bin, wo dann wieder irgendwas passiert, wo ich keinen Bock drauf hab. Fuck! So nervig, so verschenkt. Der Gegner hat zwar 1-0 geführt, es wäre noch ärgerlicher gewesen, wenn ich geführt hätte. Oder es mal unentschieden gewesen wäre, aber es war ja noch am Anfang des Spiels. Ein 1-0 bedeutet nichts bei FIFA 18. Verschenkte Verträge und alles kommt noch dazu. Und dann bekommen die anderen nicht mal Fitness wieder, ey. Das gibt's doch nicht. Moment mal, ist es jetzt auch abgezogen worden, das Spiel? Also ich gehe davon aus, aber ich will nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube schon, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob vorher auch 18 da stand oder 19, ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Ich denke, es ist eins abgezogen worden. Dass nie als Niederlage gewertet wurde. Och, Mann, Mann, Mann. So ein Rotz, so ein Dreck. Egal, nicht beeinflussen lassen, runterkommen, ruhig. Und ach ja, meine Leihspieler kriegen ja dann auch eins weniger, das ist auch ärgerlich. Oh, zwei Informs von, oder was? Sind das Informs? Ja. Okay, El Sharawi und. Moment mal, es gibt schon einen Inform-Stürmer, oder? Der war doch von Valencia, oder? Es kann natürlich sein, dass es ein, wegen Spanier, oder, hä? Der hatte doch volle Chemie. Aber ich glaube, das war ein, oder war das, ach nee, Quatsch, das war bestimmt ein Italiener, der Valencia gespielt hat. Und El Shaarawy, etc., das sind dann Italiener, denke ich. Also so erklär es mir gerade. Sehr merkwürdiger Laufpass, den kann man viel, viel besser spielen. Und das wäre geil gewesen, wenn wir den abgefangen hätten. So, konzentrieren, komm, scheiß drauf. Wir hätten das Spiel wahrscheinlich sowieso verloren, Punkt. Es war gut rausgespielt, aber der Gegner hat bisher auch nicht gut verteidigt. Aber gut, das heißt, es ist trotzdem gut gespielt von mir. Fehler des Gegners ausgenutzt. Nice. Brozovic, guter ZOM. Hat also Ter Stegen im Tor. Boah, ist auch noch getunnelt, wenn ich es richtig gesehen habe. War Ter Stegen noch dran? Das war jetzt gerade so ein bisschen anders, wenn er mit den Fingerspitzen noch dran gewesen wäre. Schöner mit Koulibaly rangekommen. Schuss verhindert. Da ärgert er sich zurecht. Hat er ja richtig grandios gemacht. Jetzt gehen wir mal in den Konter rein. Ja, Konter ist vorbei, aber verstehe ich nicht, was Gulam da macht. Ein bisschen Glück. Ich dachte eigentlich, er läuft noch, also er geht noch einen Schritt und schießt dann erst.
Schön gemacht mit der Rossi und dann gibt es auch noch eine Ecke. Oh. Schade, schade. Also wenn man da jetzt ein Tor fressen wird, ist es ärgerlich. Schön gemacht mit Biglia, bleiben leider nicht im Ballbesitz. So kriegen wir den Abstoß, auch nicht schlecht. Das war knapp. Das war, weiß ich nicht, komisch. Okay, es gefällt mir gerade nicht, wie es läuft. Das haben wir uns aber auch gerade ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ja, die geht dann auf jeden Fall auch, wenn es irgendwie eine Alternative gibt. Aber ich glaube, das war schwer mit der Alternative. Was? Kein Elfmeter? Hat aber Glück. Hat auch wieder Glück. Schade. Bei Immobile merkt man auch so ein bisschen die fehlende körperliche Präsenz auf jeden Fall. Wir waren noch nicht zuletzt dran. Hä? Schade. Immer in die Ecke. Und abgefälscht! Oh, schade. Der wäre rein. Das war dumm, der Pass. Konnte nicht ankommen. Kulibali, geil. Da haben wir Glück, war nicht gut verteidigt. Das war schön. Hätte man wahrscheinlich eh nicht geschafft, da durchzurennen mit Immobile, weil Immobile nicht so mega schnell ist. Hat auch keinen guten Antritt. Hat, glaube ich, eine gute Sprintgeschwindigkeit, aber keinen guten Antritt. So, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt in der Verteidigung nicht abkacken. Und Offensive müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Tor hinbekommen. War das ein Schuss? Könnte sein, dass er vielleicht eine Schusstäuschung machen wollte. Weil wenn das ein Schuss, wenn der geplant war, war es merkwürdig.
Schade. Weiß ich nicht, warum er da einen Laufpass draus macht. Sehr schön von Castorp. Glück gehabt. Schade, schade. Nicht platziert genug. Hat, glaube ich, Koulibaly. Ich frage, warum er nicht hochspringt. Schön gemacht mit De Rossi. Eigentlich schön gemacht mit Immobile. Ich wollte eigentlich einen Stand machen, das war gerade blöd. Danke. Oh, ganz durch, wenn ich. Wo geht er denn hin? Ach, ab. Was? Wie war ich denn da zuletzt dran? Ich gewinne doch hier nicht etwa 1 zu 0. Ich meine, das würde mich jetzt auch nicht stören, aber das ist ja ungewöhnlich. Das war richtig genial gedribbelt auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Ich Vollidiot. War mein Fehler. Das Tor geht komplett auf meine Kappe. Wie ich da hinten rausgespielt habe, ist Katastrophe gewesen. Tja, so wird man bestraft im Fußball. Absolut verdienter Ausgleich, weil ich total scheiße hinten rausgespielt habe. Dafür habe ich aber jetzt auch dieses Tor schön rausgespielt. Und endlich hat mal El-Sharawi gezeigt, dass er einen guten Schuss hat. Oh, es hat ihm nicht geklappt. Dass er einen guten Schuss hat, zumal er jetzt geboostet ist. Schöner Schuss. Ach so, ich habe wieder vergessen, Ronaldo zu wechseln. Ach, meine Fresse. Ronaldo in der Halbzeit. Ist denn das so schwer? Ich mache es halt einfach nie. Das habe ich nie gemacht. Deswegen. Wahrscheinlich diese Probleme. Irgendwo auf sehr defensiv. Warte. Glück.
86. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Zeitspiel. Oder wir versuchen einfach eine riesen Chance rauszuspielen und machen die nicht. Schade. Kein Konter fressen. Was wollen wir denn da machen? Sehr geil. Oh oh. Ah, wird abgepfiffen. Ich denke, es war trotzdem ein verdienter Sieg. Das Gegentor hätte halt überhaupt nicht sein müssen, aber der Sieg an sich war trotzdem verdient. Ich denke, ich war der bessere Spieler. Aber ich gehöre auf jeden Fall nicht zu denen, die dauernd 5 Tore schießen oder so. Tore, Brozovic und El Shaarawy. Immobile hat auch wieder eine sehr gute Bewertung. Vorlagen, Immobile und Gulam. Gucken, wie die Scorerpunkte bisher aussehen bei Immobile. Aber gut, Origi hatte sich hier in der Weekend League auch nicht so viele Tore gemacht. Silber 3, ach, die Belohnungen stehen jetzt auch direkt da. Das ist schön. Ich glaube, das war vorher nicht so, oder? Gute Neuerung. So, 2 Spiele noch für. Wie viel ist es denn? Ach, ich überlege, ob ich jetzt einfach die 2 Spiele mache und dann erst es, weil ich bin gerade im Flow drin. Und danach, nachdem ich gegessen habe, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich noch mehr Spiele mache oder ob ich halt aufhöre. Und dann habe ich mein Minimum-Ziel erstmal erreicht für die Weekend League. Ah, ich denke, das mache ich jetzt auch so. Zwischen in einer weiteren Aufnahme. Okay, läuft auch kein Vertrag demnächst aus. Origi werde ich. Ach nee, das ist die Immobile. 5 Spiele, 3 Scorer-Punkte. Okay. Na, fühlt sich auch nicht so mega geil an, muss ich zugeben. Also, ja, mal schauen. Ich sag schon mal liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxias, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.